Hallo, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Regalvideo. Das heißt, ich natürlich nicht alleine, sondern Emmy auch. Sag mal hallo. Hallo. Und die Sina hinter der Kamera. Und eigentlich dürfen wir den Kopf nicht auf den Tisch tun. So, heute geht es um braune Bücher, aber bevor... Ich habe gesagt, dass du da bist. Nein, ich habe gesagt, dreh doch mal. Ich habe dir das Zeichen gegeben, dreh doch mal Schneewittchen um. Ich finde das gut. Sina macht irgendwie so oder so. Und dann denke ich, ja, ich habe sie wieder vergessen. Nein, habe ich nicht. Nein, ich bin da. Ich bin hinter der Kamera. Ich habe ein Schneewittchen. Ich habe einen Hund. Wir sind jetzt alle da. Und hier irgendwo oben steht jetzt enthält Produktplatzierung. Genau, weil das ja eine Dauerwerbesendung ist, weil wir hier Rezi-Exemplare und normale Bücher und alles käuflich erwerblich zeigen und euch vorstellen und empfehlen und so weiter. Aber es entspricht ganz und gar unserer eigenen Meinung. Wir werden hier nicht eingekauft. Das sei auch nochmal gesagt. Auch wenn es Rezi-Exemplare sind, wir werden nicht gekauft. Und wir sind schon lange nicht mehr so, dass wir sagen, oh, ein Rezi-Exemplar, das müssen wir wunderbar besprechen oder beziehungsweise uns so freuen, dass es schon mal tausendfach besser wird, das Buch. Nein. Nein, wir sind alte Hasen. Wir machen das hier seit 2011, also alte Hasen, ne? Wir sind nicht mehr so schnell. Aber immer noch flink im Hakenschlag. Wir sind nicht mehr so schnell außer Ruhe zu bringen, nicht mehr so schnell zu begeistern. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß jetzt aber auch beim besten Willen nicht mehr, was davon Rezensionsexemplar war und was nicht. Also manche haben wir. Wenn es mir auffällt, einfällt oder sonst was, werde ich es dazu sagen. Bei manchen es ist eben lang, lang haben sehr. Wir die Rezi-Exemplare weggegeben und haben sie uns dann wiedergeholt. Wiedergeholt, weil wir zu dem Zeitpunkt damit nichts anfangen konnten und haben es eben an Leute weitergegeben, die auch Rezensionen gegeben haben auf YouTube oder Lovely Books oder sonst wo, damit das natürlich auch nicht verschwendet wird. Ja. So, jetzt habe ich hier von Gregory Edmond Paris Provence mit einem Dalmatiner auf Reisen. Ich glaube, das haben wir hier damals vorgestellt. Da, ich meine auch. Also ich glaube, dazu bekommt ihr eine Einzelbesprechung. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wie schon gesagt, 8 Jahre ist eine lange Zeit. Ach so, ja, was ich noch sagen wollte. Diese ganzen Bücher, die da stehen, es ist reichlich geworden. Das ist ein Regalboden gewesen, wo ich mich immer geärgert habe, dass man an kein Buch mehr rankommt. Also werden die Bücher jetzt in ein anderes Regal teilweise ausgelagert werden. Aber im Moment ist das tatsächlich nichts weiter als ein Schwerlastregalboden, ein reich stehend, also nicht wie ihr da hinten seht, zwei reich, sondern dann an der Seite die Bücher bum 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 aufgestapelt. Ja. Gut, kommen wir jetzt zu Paris Provence mit dem Dalmatiner. Ich fand das Buch damals total interessant. Es ist ja eine wahre Geschichte, es ist jetzt also kein Roman. Ich lese, ach nee, ich muss euch nicht vorlesen, worum es geht. Bei den Büchern lesen wir doch nicht hinten vor. Genau, ist mir gerade aufgefallen. Ja. Darum habe ich gesagt, brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ich kann meinen Kopf doch nochmal anstrengen. Also ich quetsche jetzt meine Gehirnzellen zusammen. Also es geht darum, dass ein Mann mit seinem Dalmatiner runter in die Provence fährt auf einer Vespa. Ja, der Hund kann Vespa fahren. Ich glaube nicht, dass wir Emmy dazu kriegen würden. Ich glaube auch nicht, dass das in Deutschland erlaubt wäre. Ich weiß nicht, ob es in Frankreich noch erlaubt ist, aber auf alle Fälle machen die beiden sich halt auf den Weg, denn unten in der Provence ist eine hübsche Dalmatinerhündin, die darauf wartet, sich zu vermehren, und er reist also mit seinem bildschönen Dalmatinerrüden runter in die Provence. Und ja, was er dabei halt erlebt und ja, was ihn dann auch in der Provence erwartet, das war schon sehr unterhaltsam. In Frankreich scheinen die Menschen vielleicht doch noch mehr Hunde zu mögen als hier. Auf alle Fälle ist es da wohl ganz normal, dass ein Hund mit ins Restaurant darf und sowas. Ja, fand ich ganz interessant. Aber ich glaube, dazu gibt es auch eine Einzelrezension, wenn uns jetzt nicht alles täuscht. Ja, Das Ei des Napoleon von Tony Perrottet und andere historische Sensationen, die unsere Geschichtslehrer uns verschwiegen haben. Ich frage mich gerade, ob du das nicht damals abgebrochen hast, weil es dich aufgeregt hat. Es war irgendwann irgendwie uninteressant, ob jetzt Napoleon und Hitler drei Hoden hatten oder
Gut, ich weiß es nicht. Irgendwas hat mich an dem Buch gestört. Ich habe irgendwie bis, wahrscheinlich bis hier, da steht, habe ich eine Notiz, trat nie mit Holzbein auf. Auf wen geht denn das? Das rechte Bein von Sarah Bernhardt. Ja, ich wollte gerade sagen, Sarah Bernhardt, das war die einzige, die mir jetzt mit Holzbein und Auftreten in Erinnerung geblieben ist. Wenn ich es jetzt so wieder sehe, das Gehirn von Albert Einstein mit Vorgeschichte, Weg der Reliquie und aktueller Stand, ist das doch ganz interessant, wohin diese Sachen verschwunden sind oder was es dazu halt Wissenswertes gibt. Mal vielleicht gucken. Solltest du es wieder vorkramen. Genau, vielleicht war das einfach auch, wie ihr seht, ist es ja auf diesen... Auf diesen beiden Seiten ist es schon Sarah Bernhardt, Thomas Edison, Albert Einstein und das Gehirn von John F. Kennedy. Wenn man das natürlich so hintereinander liest, verliert man irgendwann die Lust. Legen wir gleich mal extra. Außerdem warst du damals ja noch nicht so in der Weltgeschichte bewandert wie hier heutzutage. Danke. Ja, ist doch so. Du hast viel, viel dazugelernt. So, dann kommen wir zu Grimm von Gesa Schwarz. Und das mussten da. Alles irrt, war das ein Rezensionsexemplar. Das war ein Rezi-Exemplar und ich, das hatte damals, glaube ich, jeder bei BookTube. Das hört sich ja nett an. Also ich. Ja, das Cover war geil, jeder wollte es haben. Ja, es war ja auch eine Reihe, aber wie gesagt, bei mir geht schnell die Puste aus, wenn ich da nicht Nachschub bekomme. Oder es muss so packend sein, dass ich einfach nicht davon lassen kann. Ich fand das Buch eigentlich sehr gut geschrieben, hat mir auch Spaß gemacht zu lesen. Es geht ja um Gargoyle, aber wie schon gesagt, wahrscheinlich war die Zeit dazwischen zu groß und damals habe ich ja immens viel gelesen, nicht so viel wie heute. Also heute lese ich deutlich weniger. Weil ich einfach die Zeit im Moment nicht habe und die Geduld. Aber damals habe ich ja ganz, ganz viel gelesen. Ich weiß nicht, was war meine Spitzenzeit? 18 Bücher oder sowas. 18 Bücher im Monat oder so. Das war dann ein Klacks und ja, dann war das einfach schon wieder zu weit weg. Keine Ahnung. So, wem hat Van Gogh sein Ohr geschenkt? Alles, was sie über Kunst nicht wissen, von Nora und Stefan Koldehoff. Und ich frage mich, warum das bei den Büchern im Regal gelandet ist. Ja, weil es eher wie ein Lexikon ist. Ach so, also ja, genau. Also da kannst du jetzt nachgucken, zum Beispiel abgebildete Kranke. So, und dann kommen eben Bilder, werden aufgelistet und so weiter, wo halt diese Sachen sind. Das ist mehr ein Nachschlagewerk. Also ihr seht, ein Nachschlagewerk, nicht gelesen, nur reingeguckt, gesehen, Nachschlagewerk und erstmal ab ins Regal. Jetzt kommen unsere Sünden. Was haben wir denn da alles zwischengemogelt, damit das so üppig aussieht? So, Andrew Johnston, Talleyrand oder die feine Kunst der Intrige, ein Roman, den habe ich gelesen. Den hatten wir sogar zweifach. Zweifach unter zwei verschiedenen Titeln herausgebracht. Im Moment lese ich gerade eine, ich glaube, 750 Seiten starke Biografie über den guten Mann Talleyrand. Ich finde ihn mega interessant. Ich habe mich in ihn verliebt, seitdem ich ihn gesehen habe bei der Serie Napoleon mit John Malkovich. Ja. Also John Malkovich hat ihn gespielt und ich fand Christian ihn... Wie heißt der nochmal? Christian Clavier. Ja, ich glaube, der hatte den Napoleon gegeben. Gérard Depardieu, glaube ich, Barras. Nee, Fouché. Oder Fouché, ja. Ja, also jedenfalls, wir haben ja einen Tick rund um Napoleon und ich lese im Moment halt wirklich eine 750 Seiten starke Bio über den guten Mann. So sehr interessiert er mich. Er war hochintelligent, er hat alles ausgesessen, er hat sehr, sehr viel. Ja, er hat die Französische Revolution überlebt, obwohl er vorher schon oben in der Regierung mit war. Er ist danach wieder hochgekommen und er hat auch Napoleon überlebt und... Napoleon hat, glaube ich, gesagt, er ist scheiße in einem Seidenstrumpf oder so, ne? Ja, sehr nett. Also für mich ist es wirklich ein absoluter Ränkeschmied. Er war auch ein Wendehals, aber es ging ihm halt immer um das Wohl Frankreichs. Er war absoluter Patriot, ja. Aber er war schon mit Vorsicht zu genießen. Also ein mega, mega intelligenter Mensch. Er hatte... mit einem absoluten politischen und diplomatischen Feingeschick. Und seine Familie wollte eigentlich nichts mit ihm zu tun haben, weil er gehinkt hat. Und damit war er halt... Er ist irgendwie vom Tisch gefallen als Säugling. Und dann wurde sein Bein nicht richtig gerichtet. Und das war halt das Problem. Und er war eigentlich ein Geistlicher, nur
hatte er es nun mal nicht so mit der Kirche. Er wurde dann exkommuniziert. So ist es. Und er hat, glaube ich, auch die Kirche enteignet oder so. Hat er das nicht noch in Dings, dass sie enteignet wurden? Ja, das war wurden? Ja während der französischen Ja, aber Revolution, ich glaube, er hat da noch mal ein bisschen Gas, glaube ich, hintergegeben. Er war der Bischof von... Ajou? Nee, von Ajou, ne? Ajou oder so. Also er war ein Geistlicher, aber er war nicht so... vergeistigt. Also, nein, das auf jeden Fall nicht. Ende, aber er war eben nicht er hatte seine Kirchenfraktion. Er hatte seine Frauen, er hatte das Glücksspiel und ja, er war ein gefährlicher Mann. George Washington wollte ihn dann auch nicht treffen, weil sein Ruf ihm bis nach Amerika vorgeeilt war, als er sich dahin geflüchtet hatte während der Französischen Revolution. Weil sie wussten, was für eine Natter sie sich da ins Boot holen. Also er ist sehr, sehr interessant. Ja, also ich finde ihn auch sehr interessant. Ich habe hier auch gerade wieder Napoleon am Wickel gehabt und ja, Napoleon, Talleyrand, sie wussten sich zu schätzen und sie wussten sich zu verachten, denke ich mal. So, Richard Ellman, Oscar Wilde, das geht ganz klar auf dein Konto. Ja, ich bin nicht begeistert von dieser Biografie. Also ich habe sie auch nicht ganz gelesen. Es ist eine, die davon ausgeht, dass Oscar Wilde sich mit Syphilis angesteckt hat. Aber wer sich den Krankheitsverlauf von Syphilis anguckt, der weiß, das kann nicht sein. Also er hätte sich als Student bei einer Prostituierten die Syphilis geholt und es kann nicht sein. Also... Naja, jedenfalls gibt es bessere Bios über den guten Oscar Wilde, glaube ich. Also denke ich. Also das galt mal lange Zeit als Standardwerk, aber... oder schwerer Stinken auf jeden Fall. Aber ich habe da bessere mittlerweile, die auch leichter zu lesen sind. Ich habe Element nicht gern gelesen. So, und kommen wir jetzt zu Arturo Pérez Reverte, der Club Dumas. Und das ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das die Vorlage zu dem Film mit Johnny Depp, Die Neuen Pforten. Yep. Aber es hat nicht sehr viel Ähnlichkeit damit. Es geht hier halt um... Es geht noch nicht mal um den Teufel, oder? Ja. Ja, ich glaube, es geht also hier hauptsächlich um die drei Musketiere und um diese Sachen. Also es hat nur ganz, 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 ganz entfernt Ähnlichkeit wirklich mit den Neuen Pforten von Roland Polanski hat es ja verfilmt und Johnny Depp war in der Rolle des Bücherfinders. Ja, aber du warst erschrocken, das ist überhaupt nicht so sehr... Aber ihr seht, es war angeblich anscheinend sehr interessant. Du mochtest es. Du fandest es auch sehr interessant, nur es hat halt nicht mehr viel von dem Film. Genau, ich bin nur mit falschen Erwartungen halt an das Buch rangegangen, weil ich dachte, das ist so ungefähr die gleiche Geschichte. Aber nein, 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 nein. So, dann habe ich hier von Gail Garriger Glühende Dunkelheit. Ich kann mich jetzt nicht mehr super gut dran erinnern. Es geht... Das war die Idee. Es geht um Vampire, ja. Es geht um Werwölfe. Sie ist dann ja, glaube ich, auch mit einem Lord Macomb, wie ich gerade hinten lese, dann verbandelt. Sie hat einen Freund, das ist ein Vampir, also nicht ihr Freund, sondern ein Freund, ein Vampir. Es spielt zur Zeit von Queen Victoria, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie ist immer bewaffnet, glaube ich, mit einem Regenschirm oder so. Ja. Ich fand es ganz witzig eigentlich. Du fandest es ganz witzig. Du hast mir immer gesagt, wenn ich gesagt habe, oh, Leseflaute oder so, liest das doch, das könnte dir gefallen. Dann habe ich reingelesen. Ja. Ich habe gesagt, ich mag den Schreibstil überhaupt nicht. Mecker. Habe es gleich aus... habe gesagt, wenn lese ich so... Das sind dann so Bücher vom Schreibstil ähnlich, die ich dann im Englischen lesen würde. Und dann hast du den zweiten Teil angefangen und hast gesagt, nee, ich mag auch nicht mehr den Schreibstil. Keine Ahnung, manchmal überlebt sich das. Also das Buch habe ich jedenfalls gern gelesen. Ich habe den zweiten nochmal angefangen. Genau, und du mochtest... Das hängt irgendwie damit an, dass er bei ihr aus dem Bett springt irgendwie, weil irgendwas passiert ist. Genau, und du mochtest den Schreibstil dann plötzlich nämlich auch nicht mehr. Also das kann natürlich immer an Zeiten liegen. Ich bin ja manchmal sehr mäkelig und zickig, wenn es um Bücher geht. Also darum, ihr habt es gesehen, B wie Bier, haben mich ja wahrscheinlich schon hochgeladen. Hatte zwei Anläufe, glaube ich. Und beim dritten Mal hat es funktioniert. Ich habe noch schwerer getan, damals bei Rosamunde Pilcher mit dem
Die Muschelsuche. Die Muschelsuche. Da brauchte ich auch so 3 Anläufe und hätte ich was anderes noch im Haus gehabt zu lesen, darum gelobt sei ein großer Sub. Aber in dem Moment war es ein Glücksfall, wäre ich da auch nicht beigegangen. Aber in der Not frisst der Teufel bekanntlich Fliegen und dann habe ich damit halt nochmal angefangen und fand das Buch dann doch sehr gut. Also, hattest du zum 30. glaube ich gekriegt, ne? Ja, glaube. Ja, zum 30. So, dann habe ich hier von Joanne Harris Chocolat. Gut, wieder mal Johnny Depp. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Juliette Binoche. Genau. So, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den Film. Es geht ja um eine magische Schokolaterie. Heißt das so? Ja, ist sie wirklich so magisch? Naja, sie macht ja ihre Pralinen und ihre Schokoladen und diesen Kakao und das setzt ja irgendwas in den Leuten frei. Ich weiß nicht, ob es eher die Gespräche sind, aber im Film zumindest wird es halt magisch so dargestellt. Ich weiß es nicht, ich habe es gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, inwieweit die wirklich übereinstimmen, Film und Dings. Ich glaube, der Pfarrer hat hier eine ganz andere Rolle. Ich weiß. Das ist ja nicht der Pfarrer, mit dem sie sich hat. Sie hat sich doch mit dem Bürgermeister. Der Pfarrer tanzt dann doch auch noch auf dem... Stimmt. Sie hat es ja mit dem Dings. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das über einen sich deckt, die Geschichte im Film und das Buch. Dafür ist es einfach zu lange. Und wer ist... Und der Film ist wirklich in meinem Gedächtnis eher präsent, weil ich es einfach häufiger gesehen habe. Und wer es nicht weiß, es ist eine Reihe. Ja, es gibt noch einen zweiten Teil. Und einen dritten und ich glaube sogar einen vierten. Weiß ich nicht, den zweiten Teil habe ich mich jetzt, glaube ich, irgendwann von getrennt. Ja. Meine ich. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine Reihe. Also wer das Buch oder den Film mochte und gedacht hat, oh, damit geht die Geschichte zu Ende. Nein, es gibt noch weitere Teile. Also auf jeden Fall einen zweiten und einen dritten, glaube ich. So, dann habe ich gelesen von Jill Leganier. Monsieur Blick und der Zauber der Liebe. Ich fand das Cover irgendwie witzig. Ich mag das Cover nicht. Guck mal, wie die Hände hält. Ach ja, gut. So genau gucke ich da nicht. Ich bevorzuge eh keine Fotos auf. Nee, wir sind keine Fotos auf Bücher, Cover. Leute. Aber von dem Autoren warst du so begeistert. Du hast noch 2 andere Bücher. Das eine haben wir noch gar nicht. Das, was in Indien startet. Eins der Bücher startet ja in Indien. Das mit dem. Das fehlt mir noch. Ja. So, und hier geht es halt darum, dass jemand inkognito eine Stelle als Butler annimmt in einem Herrenhaus irgendwo in Frankreich und er arbeitet dann da halt. Und okay, wenn ich jetzt wahrscheinlich das erste Kapitel lesen würde, wüsste ich wieder genau, worum es geht. Ich weiß, dass ich es wirklich sehr gut fand. Du mochtest es total. Sag ich ja. Ich habe mir daraufhin ja noch das andere Buch geholt, das irgendwo in Indien startet. Das ging dann ja um ein Altersheim in Frankreich. Fand ich auch mega gut. Und dann habe ich noch Julie. Nee, das hast du auf dem Sub. Genau. Aber da hatte ich schon mal reingelesen und das fand ich dann nicht so gut. Warum auch immer. Habe ich wieder weggelegt. Aber das andere, das muss ich mir unbedingt noch wiederholen. Aber das fandest du wirklich sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Ich lese ja sowieso gerne französische Schriftsteller zwischendurch. Die haben irgendwie so eine ganz besondere Art des Geschichtenerzählens. Und das war wirklich richtig gut. Und das andere mochte ich noch einen Tuck lieber mit dem Altersheim. Das fand ich auch megamäßig toll. Also nee, du mochtest das. Also das mochtest du, glaube ich, lieber. Also wenn ich mich... Also ich habe das andere jetzt noch besser im Gedächtnis. Genau. Klar. Aber vielleicht wegen Stress oder so. Aber das mochtest du total. Du warst mega begeistert. Die sind beide. Ich kann jetzt auch nicht sagen, das eine war wirklich besser als das andere. Ich vermute, dass ich das andere noch lieber gelesen habe. Aber das... Ich weiß nicht, ihr kennt das ja auch. Es ist ja auch immer sehr abhängig davon, was gerade um einen herum los ist. Und ja. Und französische Bücher... Die beiden sind mega gut, die beiden. Französische Bücher mögen wir beide gerne. Ja. So, und von Jennifer Donnelly, die Teerose gemogelt, habe ich als Hörbuch gehört. Ungekürzt. Und deswegen darf es ins Regal einziehen. Aber das Hörbuch war wirklich sehr, sehr gut. Und da es eine ungekürzte Fassung war, sage ich einfach mal, das Buch ist mega klasse. Also das sollte man wirklich gelesen haben, wenn man sich für diese Art der Literatur
interessiert. Aber den zweiten Teil hatten wir irgendwann aus dem Tauschregal gezogen, den hast du wieder weggegeben, weil du gesagt hast, für dich ist die Geschichte halt beendet. Ich weiß nicht, manchmal versaut man sich auch ein Buch oder eine Reihe. Irgendwie habe ich bei dem Buch halt das Gefühl gehabt, da ist ein Schlusspunkt für mich. Obwohl alle schreiben, dass sie die anderen Teile so extrem gut fanden. Ja, das mag auch sein. Vielleicht werde ich dem Ganzen noch einen Try geben. Ich weiß es nicht. Aber da war es jedenfalls für mich beendet. Ja, gut, du bist aber auch im Moment nicht mehr auf dem historischen Romansektor unterwegs. Nicht mehr unterwegs. So unbedingt, ja. Nur noch ganz selten, wenn die Zeit von Napoleon, aber... Im Allgemeinen oder mal so ein Regency-Liebesroman, aber ansonsten bist du wirklich, früher warst du viel mehr auf dem historischen Trip, momentan gar nicht mehr. Das stimmt. Aber du hattest ja auch die Diskussion mit Eva, ne? Ja, mit meiner Freundin, und die ist halt so, die hat gesagt, naja, ist denn das als historisch korrekt? Und ich hatte hier ja auch diese Bücher von Ini Lawrence liegen. Die habe ich jetzt auch alle weggegeben, weil sie gesagt hat, okay, das ist historisch mehr als zweifelhaft. Okay, und dann habe ich gedacht, okay, du bist genauso pieselig wie sie, also sparen wir uns das. Aber das Buch war wirklich toll von einer Frau, die sich richtig von unten wieder hocharbeitet, und das hat mir wirklich super gut gefallen. Großartig. So, Witwe im Wahn. Die gute Alma Mahler-Werfel geht auf Sinas Konto. Habe ich diesen Monat ausgelesen. Alma Mahler-Werfel war eine mega interessante Frau. Ich möchte nicht sagen, dass sie sympathisch war. Ich habe mich aber bestens amüsiert gefühlt über das Buch. Da muss ich aber zu sagen, mein Humor ist auch nur da, weil ich einen so großen Abstand finde zu diesen Personen. Würde ich diesen Abstand nicht sehen, wäre das Buch böse. Also dann wäre es etwas, wo ich sagen würde, mein Gott, wie kann die Frau? Dann hätte ich mich aufgeregt. So habe ich aber einfach es genossen, mal eine ganz andere Weltsicht zu sehen. Sie ist in Wien damals um die Jahrhundertwende gewesen. Also sie hat auch dann den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Sie war erst mit Mahler, dem Komponisten, verheiratet, dann mit Gropius, der Bauhaus gemacht hat, und dann halt später mit dem Autoren Werfel. So, und zwischenzeitlich hatte sie noch was mit dem Maler Kokoschka, und sie hatte auch was mit Gustav Klimt. Ja, und das waren sie garantiert nicht alle, weil bei ihr haben sich die Künstler der damaligen Zeit einstellig eingegeben. Und sie war eine, ja, sie hat sehr ehrliche Tagebücher geschrieben, die sehr, ja, sie hat halt das aufgeschrieben, was in ihrem Kopf gerade vor sich ging. Und wenn wir alles, was in unseren Köpfen vor sich geht, mal aufschreiben würden, wären wir sicherlich auch nicht die sympathischsten Personen unter der Sonne. Sie war jedenfalls so, sie war sie hatte sich immer mit Juden. Also sie war immer mit Juden zusammen, aber letztlich war sie die totale Judenhasserin. Sie brauchte das auch ein bisschen, dass sie sich halt, dass sie auf einen Mann runtergucken konnte. Also das war etwas, heutzutage würde man sagen, also sie ist auch so ein klassischer Fall vom Borderline. Sie ist schwerst depressiv gewesen, später noch Alkoholikerin geworden an der Seite von Werfel. Sie war sicherlich keine glückliche Frau. Sie durfte nicht komponieren. Und weil Mahler gleich gesagt hat, nur einer in diesem Haus hat den Beruf, und das bin ich. Und sie ist wirklich, ja, sie ist eine sehr, sehr interessante Person. Ich habe noch 2 Biografien von ihr auf dem Sub liegen. Ja, und dann sind wir ungefähr in genau dem richtigen Zeitrahmen. Ich habe hier von Erich Scharke Hitlers Frau. Hitler hat sie getroffen, und dabei war sogar ihr jüdischer Ehemann Franz Werfel, und er hat gesagt, ich glaube, er hat auch gesagt, dass der Herr Hitler so gütige Augen hatte. Ja, man mag es nicht glauben, ne? Ja, also Hitlers Frauen, es ist schon manchmal sehr... Es schnürt an die Kehle zu. Ja. Also gerade hier Frau Goebbels, die ihre ganzen Kinder vergiftet hat und sie vorher alle hübsch angezogen hat, ihnen noch die Haare gekämmt hat und hat sie dann vergiftet. Ja. Okay, gut, aber letztlich Magda Goebbels, ich kann sie
Verstehen, sie hatte am Schluss einen solchen Horror, was sie mit ihren Kindern machen würden. Ja, gut. Also da hatte ich auch noch mit einer Freundin, die halt wirklich auch sehr historisch bewandert ist und so weiter, drüber geredet. Und ja, wir können, also mit mehreren habe ich drüber geredet und wir können letztlich bei den ganzen Schreckensgeschichten, die sie gehört hat, und sie hat sich gesagt, die Kinder sind von so einem grässlichen Mann, weil er sie ja dann später auch gequält hat mit den Geschichten. Sie hatte sich doch, glaube ich, auch noch für Buddhismus interessiert. Ja, sie hatte immer Bücher über Buddhismus auf dem Nachttisch liegen und sie wäre ja auch Zionistin gerne geworden. Sie wäre ja auch gerne nach Israel gegangen und hätte da halt Israel mit aufgebaut. Und er hat sie dann später mit den ganzen Geschichten aus den Konzentrationslagern und so weiter gequält. Und er hatte ja auch einen sehr hübschen Spitznamen, nämlich der Bock vom Babelsberg, weil er über alles drüber musste. Also es war schon sehr interessant, das Buch. Also es ist wahrscheinlich für uns im Moment nicht unbedingt nachvollziehbar. Es ist einfach nur bedrückend. Es ist natürlich irgendwo auch eine Faszination. Ich habe mich da auch sehr bemüht, das alles irgendwo zu verstehen, nachvollziehen zu können. Aber ich glaube, das können wir heutzutage gar nicht wirklich. Ich glaube, das kann keiner wirklich nachvollziehen, weil so viele Leute haben gesagt, dass Hitler ein ganz eigenes Charisma hatte. Also, hättest du nur meine Mutter fragen müssen, die auch gesagt hat, der Hitler, das war so ein gut aussehender Mann. Ich meine, meine Eltern haben diese Zeit ja live und in Farbe leider mitmachen müssen und von daher ist das für mich natürlich auch immer ein großes Thema gewesen, die Faszination, was ging von diesem Mann aus, warum sind sie alle so völlig auf ihn abgefahren? Es ist ja bis heute ein Rätsel, wie er an die Macht kommen konnte, wie er die Leute von sich überzeugen konnte. Er war ja mehr als eine verkrachte Existenz und auf einmal wie ein Phönix aus der Asche steigt dieser Mann und er steigt und steigt und steigt und fällt dann. Aber letztlich, du hast noch andere Bücher jetzt, ne? Du hast so einen riesen, mega dicken Schinken über die Frauen der Nazis noch. Ja. Ja, aber im Moment ist das nicht unser Thema, weil es ja doch schon ziemlich runterdrückend, runterziehend ist und, Eine Wolflocke. So, dann habe ich hier von Judith Merkel-Riley die geheime Mission des Nostradamus. Und Leute, ihr glaubt gar nicht, wie begeistert Mom eine Zeit lang war von Judith Merkel-Riley. Da war sie natürlich auch auf einem Historientrip, aber dann Judith Merkel-Riley. Ja, also für mich ein absolutes Desaster damals, wo ich dann gelesen habe, die Frau ist schon tot und da gibt es garantiert keine Bücher mehr. Ich habe diese Bücher absolut geliebt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, irgendwas mit dem Regenbogen, mit einer Zauberquelle. Und hier geht es halt um Nostradamus. Es ist schon so lange her. Bin da so drauf abgefahren. Es ist über 10 Jahre her, dass du die Bücher gelesen hast. Länger. Ja, ich sag ja, weit über 10 Jahre ist es her. Aber die waren wirklich mega toll. Ich habe die auch mehrfach gelesen. Das war, glaube ich, nicht das Stärkste, die Hexen von Paris war. Mega. Ich glaube, du hast es so um 2005 gelesen. Das kann gut sein. Ja, ich glaube. Hast du mal hier vorne reingeschrieben? Nein, habe ich nicht. Aber wie gesagt, also falls ihr mal ein Buch von Judith Merkel-Riley finden solltet oder wenn ihr mal guckt bei Wikipedia, welches das erste war, sie hat ja auch eine Reihe geschrieben, die sind wirklich verdammt gut. Also ich habe die jedenfalls damals absolut geliebt. Wie historisch korrekt können wir jetzt nicht sagen, weil damals anderer Stand des Wissens. Es geht halt immer ein bisschen Fantasy mit rein, also durchaus, dass da auch mal ein Engel erscheint oder so, aber mega gut gemacht, wirklich. So, Weihnachten mit Nora Roberts. Das habe ich gelesen. Ilona, bitte. Da geht gleich die Stimme runter. Dabei ist es so ein schönes Buch mit Reden und so. Nein, da geht nicht die Stimme drunter. Ich hatte ja von ihr diese Jahreszeitenbücher ja auch von ihr gelesen. Ich bin ja nicht anti Nora Roberts. Ja, also ich sage nur, das hast du gelesen. Ja, aber das muss auch so 2007 gewesen sein. Da ist auch nicht mehr viel kleben geblieben. Ich habe das sogar weggegeben und habe es mir wieder geholt. Das ist immer das Schöne, wenn man so Bücher weggibt.
So, und das war ein Buch, das fand ich richtig, richtig toll. Von Hans-Günther Semsek, Englische Dichter und ihre Häuser. Das hatte ich jetzt gesucht für Luna in the Wood. Die kennt ihr ja sicherlich auch. Die macht ja hier auch Bücherbesprechungen. Und sie auch Podcasts. Und genau. Ist eine ganz, ganz liebe und mega sympathische Person. So, und wir hatten, Luna hatte irgendwie reingestellt von wegen... ja, Jane Austen, genau. Ja. Und dann habe ich dieses Buch gesucht, weil wir sind auf Jane Austen erstmal richtig aufmerksam geworden, fernab von Filmen und so weiter, über dieses Buch, weil es geht um die Häuser und es geht dann um die Personen, die da drin gelebt haben. Ja, und es fängt auch tatsächlich mit Jane Austen an. Genau, und Ma hat in diesem Buch noch für sich entdeckt Bernard Shaw. Ja. Und Churchill. Und Churchill. Und Lawrence von Arabien. Den fand ich auch total spannend. Der spuken soll. Er ist ja mit dem Motorrad verunglückt. Und man soll dieses Motorrad da in der Nähe von seinem Haus immer noch hören. Da in dieser Kurve, wo es dann halt war das nicht das mit Ende war. Bernard Shaw mit diesem Gartenweg, wo sie immer so einen Kiesel und so weiter und die... Ja, die haben immer, die hatten so einen Gartenweg und die haben halt auf ihre Fensterbank immer einen Kiesel gelegt und wenn diese, ich weiß nicht mehr, das Kieselsystem, ich habe es nicht mehr im Kopf, jedenfalls waren, wenn dann diese Kiesel vollständig waren, dann wurden die, glaube ich, wieder eingesammelt und dann wurde ein anderer Weg gegangen, bis wieder genügend diese Kiesel wieder auf dem Fensterbrett lagen und dann hat man wieder einen anderen Weg gewählt. Er war vor allen Dingen mit seiner Frau ja auch ein bisschen zerzofft. Also die haben sich so ein bisschen die Hölle auf Erden gemacht. Aber er wollte, dass seine Asche mit der seiner Frau vermengt wird und im Garten verstreut wird. Und ich glaube, er war das. Er hatte, glaube ich, ein Gartenhaus, so ein Gartenhäuschen auf Rädern. Und das musste immer gedreht werden mit der Sonne. Und er trug, glaube ich, immer nur weiße Leinenanzüge. Das kann, also oder das war das Mark Twain? Das war Mark, nee. Mark Twain nein, hatte doch die weißen Leinenanzüge. Ich weiß, war ja auch. Ach, Emmy, mein Bein schläft ein, sie liegt so längs hier drüber. So, aber vor allen Dingen Churchill hatte es mal ja total. Gerade bei Churchill hat mir sehr gut gefallen, weil er ja, er wollte eine Farm haben. Hatte er sich irgendwann so überlegt, nur er wollte dann nicht, dass irgendein Tier geschlachtet wird, weil er seine Tiere liebte. Er ist dann immer zu den Schweinen gegangen und zu den Enten und seine Frau war mal irgendwie ganz übel. Die hatte dann wohl eine seiner Gänse geschlachtet und das hat ihn doch sehr traurig gemacht. Und er hatte Mauern gezogen, das war sein Hobby. Also er konnte besser Mauern ziehen als der Maurer selber, der es ihm dann wo beigebracht hatte. Er hat auch gemalt. Er war schon interessant, vor allen Dingen auch, was dieser große Staatslenker so jeden Tag in sich hineingekippt hat an Alkohol. Das ist schon erstaunlich, dafür würde ich nie wieder aufstehen. Aber das waren ja damals so halt auch die Zeiten. Sie haben ja alle nicht reingespuckt, wenn man sich Bismarck anguckt, was der so getrunken hat. Aber eben diese kleinen Eigenheiten und Marotten fand ich also wirklich mega toll. Es gibt auch immer mal ein Foto dazu. Abbotsford House, Sir Walter Scott. Ich glaube, Rudyard Kipling hat möglichst viel Land um sein Haus noch drumherum aufgekauft. Das ist zum Beispiel das Haus, ein Häuschen von Lawrence auf Arabien. E.T. Lawrence. T.E. Lawrence, damit er bloß niemanden sehen musste oder er wollte also überhaupt gar keinen Kontakt haben und hat also möglichst noch Grundstücke immer um sein Haus aufgekauft, damit ihm bloß keiner zu nahe kommt. Und du hast das noch über französische Häuser auf dem Sub jetzt. Ja. So, dann habe ich hier, schade nur, dass ich lesen kann, Hermann Schreiber, das Brevier für die Freunde guter Bücher. Da sind wir doch ganz klar dabei. Das geht um Autoren. Ich finde es ein bisschen schade, dass das so schnell durchzieht. Ja. Und man nicht sich bei einer Person einlesen kann. Und das ist halt ein bisschen schade. Es sind also halt Anekdoten. Genau, es ist eben mehr so Anekdoten. Und da habe ich immer Schwierigkeiten, wenn sich das nur so reiht. Hier geht es ja über mehrere Seiten immer nur um einen. Also meinetwegen jetzt um die Bronte-Schwestern. Das war auch ganz interessant. Ja,
Also wenn ich euch das jetzt alles erzähle, dann braucht ihr es eigentlich selber nicht mehr zu lesen. Ich lege es euch einfach ans Herz, es ist wirklich gut. Aber wenn das nur so Anekdoten sind, die aneinandergereiht sind, dann ja, bleibt auch nichts kleben, finde ich. So, dann haben wir hier Goethe, Weisheiten. Und das ist einfach mal so, glaube ich, ins Regal gewandert. Ja, Goethe. Ihr wisst, wir stehen auf Goethe. So, dann haben wir hier Lou Andreas Salome, Weggefährtin von Nietzsche, Rilke und Freud. Ich muss euch sagen, ich war mega enttäuscht von dieser Biografie. Es tut mir sehr leid. Ich habe mir da drunter mehr erwartet. Aber ich glaube, das ist eher ein Nietzsche-Biograf, der mal gerade... Na, was heißt mal gerade? Aber der halt Lou Andreas Salome aus dem Leben halt nochmal extra gestellt hat. Genau. Nochmal ein extra Buch von gemacht hat. Es ist einfach, es hat mich nicht wirklich begeistern können. Dabei ist diese Frau sowas von interessant. Ich bin auf sie aufmerksam geworden durch einen Artikel in der Flow. Und da wurde halt ihr Leben beschrieben mit ihren Männern und mit Rilke, der halt, also das war auch wieder eine Frau, die ganz, ganz viele interessante Männer um sich geschart hatte. Und Rilke mit seinen Panikattacken dann und dann hatte sie irgendwann später noch mit der Psychoanalyse bei Freud angefangen, hat sich dann aber nicht mit Freud was, also mit Freud hat sie nichts angefangen, hat sich dann aber wesentlich jüngere Männer geholt, obwohl sie ganz, ganz lange Jungfrau war. Und gar nicht mit Männern. Sie hat sie halt zwar geheiratet, aber nur weil dieser Hornochse da sich vor ihr erstechen wollte und so weiter. Und das war alles so dramatisch. Ja, und Nietzsche hat sie, glaube ich, im Petersdom in Rom kennengelernt. Und das Erste, was er zu ihr sagte, war irgendwie, von welchen Sternen sind wir uns zugefallen? Also, hübsch. Ja, und ja, Nietzsche hat sie... hat sie später gehasst, also sie ist auch ein bisschen, ja, man sagt mit Schuld am Fall von Nietzsche, weil... Also, warte mal, darf ich gerade, dazu gibt es ja dieses berühmte Foto, sie sitzt hinten in diesem kleinen Wägelchen und schwingt die Peitsche, Nietzsche ist der Herr hier mit dem Schnäuzer und der andere da ist ein Lou Rey. Ja, 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 einer der Freunde. Also sie hatte die Männer schon ganz gut im Griff, wie man an dem Foto alleine sehen kann. Die haben auch zu dritt gewohnt. Sie war halt eine Frau, die auch als Frauen eigentlich noch nicht studiert haben, studiert hat. Und sie ist hundertprozentig interessant, eine Philosophin. Und ich habe noch eine andere Bio jetzt von ihr angefangen und die scheint besser geschrieben zu sein. Also mit der komme ich wesentlich besser klar. Und ja, auf die freue ich mich auch. Dann haben wir hier unvergesslicher Heinz Erhardt und ich liebe Heinz Erhardt. Ich mag seinen Humor, ich mag seine Gedichte, ich mag es besonders, wenn er tanzt. Da kann ich mich wirklich dran hochziehen. Ich mag diese alten Filme mit ihm. Aber gelesen haben wir das nicht. Es sind jetzt hier halt so kleine Geschichten, sowas halt von ihm über ihn. Ja, aber Heinz Erhardt gehört halt zu meiner Kindheit auch dazu und ich weiß noch mal, hatte noch ein Gedicht von ihm und das ist, glaube ich, so ähnlich, weil da auch Gedichte und so weiter von ihm drin stehen und damit ich die habe, um sie irgendwann vielleicht einer kommenden Generation Glimmerfeen näher zu bringen. Irgendwann gibt es den Glimmerfeen-Bambini-Kanal. Genau, um es meinen Bambinis dann näher zu bringen, so wie Mars mir damals halt näher gebracht hat. Also ich muss es euch sagen, ich habe mir hier gerade Zitronenwasser reingemacht. Und es ist also zu stark geworden. Zitronensaft mit Wasser und ich muss euch sagen, gut, ich lasse das jetzt auch. Muss der Hals eben trocken werden. Ja, Sina, nimm du erst einen Schluck von deinem, finde ich nett von dir gerade. Ja, ich trinke gerade Wasser mit Natron. So, es ist ekelig, was wir hier trinken. Dabei habe ich so schön Chai-Tee. Ja, aber Natron ist gut. Nicht, dass ich Sodbrennen kriege. Ich habe heute so viel Zitronenwasser getrunken, dass es echt gut ist, wenn ich ein bisschen Natron trinke. Ja, ich hatte gedacht, so ein ordentlicher Vitaminschub könnte mir jetzt auf die Beine helfen, aber das ist in die andere Richtung gegangen. So, und dann hast du das gelesen, Frank Lesser, auch Monster haben Angst im Dunkeln. Ja, und es ist total süß. Es ist ein Humorbuch und es ist halt mal aus diesen ganzen Monstern, die ganzen Psychosen und so weiter und die Probleme, die sie haben und es ist illustriert und es ist
Es ist halt wirklich, es ist niedlich, aber man kann es nicht so in eins durchlesen, Leute. Das ist wirklich etwas, wo man sich immer mal so eine Geschichte, das sind noch nicht mal Geschichten, das sind teilweise, ja, kleine Berichte, das sind Dating-Anzeigen und so weiter. Halt, man sieht, Monster haben halt auch Probleme. Und es ist nicht für Kinder, definitiv nicht für Kinder. Also nicht, dass ihr denkt, zeig es bitte nochmal. Weil es sieht so aus, als wäre das ein Kinderbuch. Ich habe auch gedacht, es wäre für Kinder, aber es ist nicht für Kinder. Es also ist nicht den lieben Kleinen geben. Ja. Ich bin gerade ganz begeistert. Und wovon? Total tolle Fotos drin, der Kampf um die Schönheit. Ja, das habe ich gelesen. Das ist über, wir hatten, glaube ich, eine Doku gesehen über Helena Rubinstein und über Elizabeth Arden. Und Estee Lauder. Nee, aber über die ersten beiden. Und ich glaube, das ist sogar das Buch, auf dem die Doku basierte. Also, und ich habe mich megamäßig verballert in die Lebensgeschichte von Helena Rubinstein, die total mega toll ist. Die anderen beiden halte ich, jetzt ist mir eigentlich ziemlich Wumpe. Aber Helena Rubinstein finde ich toll. Das war eine Polin, die dann nach Australien erst gegangen ist. Und dann hat sie halt da ihre Gesichtscreme verkauft. Und dann irgendwann ist sie nach Europa zurück. Und hier ist sie mit Picasso zu sehen. Ja, sie war eine mega intelligente, brillante, geschäftstüchtige Frau, eine tolle Unternehmerin und das Genialste ist die Geschichte, wo sie 80 Jahre alt war. Irgendwie, ja, mit über 80 wurde sie ausgeraubt und sie hat nicht die Kombination des Safes gesagt. Ja. Und ja, sie hat auch, es war rund um den Zweiten Weltkrieg. Ich weiß, dass später ihr Haus von den Nazis besetzt war und die haben halt ihre ganzen Wertgegenstände halt ramponiert und so weiter. Also sie war auch Kunstsammlerin. Eine hochinteressante, tolle Frau. Ich mag sie absolut. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Buch, das ich sowohl als Film als auch als Buch absolut schätze. Daphne du Maurier, Rebecca. Es ist hier ziemlich schmucklos und es hat nun mal den schönsten Anfang. Also es sind wirklich die schönsten Sätze, die ich bis jetzt gelesen habe, die ein Buch beginnen lassen. So, jetzt habe ich sogar die Kurve gekriegt. Es fängt an mit, gestern Nacht träumte mir, ich sei wieder in Manderley. Ich sah mich am eisernen Tor der Einfahrt stehen und ich konnte zuerst nicht hineingelangen, denn der Weg war mir versperrt. Na gut, und es geht dann halt so weiter. Und es ist ja halt die Geschichte, wenn ihr es nicht kennen solltet, Alfred Hitchcock hat es verfilmt. Es ist halt die Geschichte von einem jungen Mädchen, die als Gesellschafterin bei einer älteren Dame in Monte Carlo, glaube ich, ist. Und ja, dann Maxime de Winter kennenlernt, dessen Frau vor vielen Jahren bei einem Unfall umgekommen ist, verschwunden ist. Man weiß nichts Genaues. Und der wohl noch sehr an dieser großartigen Frau, dieser femme fatale, dieser perfekten Frau natürlich immer noch hängt. Aber er verbringt gerne Zeit mit Rebecca und er bittet sie dann, sie zu heiraten. Und sie geht mit ihm nach Manderley. Und da lebt halt noch die Haushälterin, die der alten Mrs. de Winter, der Rebecca, halt treu ergeben ist. Und das ist eine Geschichte mit leichter Gänsehaut. Ich habe das total gerne gelesen und auch gesehen. Ich muss sagen, dass ich den Film nicht mochte. Ich mochte aber das Buch. Ja, also ihr habt die Wahl der Qual. So, dann haben wir hier ein niedliches Buch, Drachen und andere Sagengestalten. Das ist auch mehr so ein Nachschlagewerk, also da gucken wir immer mal nach. Ich habe es gelesen. Hast du es ganz gelesen? Ja, ich habe es ganz gelesen. Aha, dann sag doch was. Ja, ich habe es ganz gelesen, weil ich mich halt für ein Buch mit Drachen mal beschäftigt habe, für eine Buchidee. Und deswegen habe ich die Drachenbücher gelesen, die wir hier haben. Aber hier ist ja im Grunde genommen alles drin. Ja. Ist ja nicht nur die Welt der Drachen, die wir da haben. Dann haben wir hier der Concierge vom Glück für andere da zu sein. Herrn Karls Seele ist riesengroß und wärmt uns alle.
Ja, auch das war Recherche für ein Buch, das ihr jetzt wahrscheinlich erstmal nicht zu lesen bekommt, aber es war sogar beides für das gleiche Buch Recherche. So, und das Er hat auch die ist, Schlüssel. ja, er hat die Schlüssel. Wer das Grand Budapest Hotel gesehen hat, weiß, was die Schlüssel bedeuten oder sind wir da nur neugierig geworden wegen der Wahrscheinlich nur Schlüssel? neugierig Also ein geworden. Concierge, nee, ich glaube, da habe ich meinen Tick für Concierge her, weil ich fand es, nein, ich fand es schon früher geil. Michael J. Fox hatte doch diesen Film gemacht, Ein Concierge zum Verlieben. Ja. Den habe ich als Kind super gerne geguckt. Und ja, bei ihm ist es ist halt sehr, sehr interessant. Also es ist ein sehr interessant, er war in einem Frankfurter Hotel. Fünf-Sterne-Hotel. Fünf-Sterne-Hotel, genau. Und War er der Chef-Concierge? es ist einfach interessant, was so ein Concierge alles möglich macht, wie sie das alles regeln, den Hotelalltag und so weiter. Ja. Aber ich glaube, dazu hatten wir auch einen Podcast aufgenommen zu dem einzelnen Buch, wo die Sachen, die mir da drin aufgefallen sind, wir darüber reden. Gut, das habe ich, glaube ich, gelesen. Nee, das habe ich Hast gelesen. du gelesen? Hildegunde Lartzsch, Cornelia Funke, Spionin der Kinder. Ja, das ist halt die Geschichte von Cornelia Funke. Ich hatte davon einer Bekannten erzählt, die hat gesagt, naja, das ist Cornelia Funke, wird wohl auch alles geschönt sein, ist doch in der Verwandtschaft geblieben. Ich glaube die ganzen Geschichten nicht so unbedingt, die da drin stehen. Aber okay, da kommt es halt darauf an. Ich mag Cornelia Funke. Ich finde auch, dass sie ein nicht so sonderlich bequemer Mensch ist, was ich schätze. Ich mag ja Querköpfe, ich mag Leute, die auch mal anecken und deswegen mag ich Cornelia Funke, weil sie halt nicht die Ja-Sagerin schlechthin ist. Sie ist schon eine Frau, bei der man weiß, okay, da ist man ein bisschen vorsichtiger. Also ich wäre zumindest ein bisschen vorsichtiger im Umgang mit ihr, weil ich glaube, die lässt sich nicht alles gefallen und die tritt ein für sich und ihre Rechte und ja. Hier sind mit Brandon Fraser. Also ich mag ihre Bücher und sie hat mir Tintenherz geschenkt und dafür bin ich ihr total dankbar, alleine dafür schon. So, dann kommen wir zu einer Frau, die eine absolute Schönheit ihrer Zeit war, Und das Elisabeth. Buch ist so lange in unserem Besitz, dass ich mich in meiner Kindheit erinnern kann, dass dieses Buch da schon stand. Ja, ich habe es dann auch gelesen gehabt, bevor du auf die Welt kamst, lang, lange Zeit vorher. Wann ist denn das rausgekommen? 1934? So alt bist du dann, 1934? so alt bist du dann doch nicht. Nein, doch nicht. Aber na klar, wir kennen sie alle, die Sissi, eigentlich Sisi. Aber wir können jetzt wirklich nichts mehr zu dieser Biografie sagen, weil. Das ist einfach zu lange her. Ich hänge halt an dem Buch und naja. Sie hat mir ja auch oder hat mich ja damals auch aufmerksam gemacht auf die Wolfshunde. Sie hatte ja so einen irischen Wolfshund. Shadow, so einen wollte ich auch unbedingt. Hatte ich dann ja auch. Ja, Elisabeth, gut, was will man zu ihr sagen? Natürlich, Film und Realität klafft sehr auseinander. Wenn man natürlich nur die Sahneschicht oben nimmt und nicht tiefer gräbt, geben die Sissi-Filme schon ganz guten Einblick. Ja. Ja, also wir haben irgendwann noch mal reingeguckt und haben gesagt, na, ist aber doch verdammt ähnlich. Das Einzige ist halt, es wurde eben nur an der Oberfläche geguckt. Also man ist da nicht tiefer gegangen. Und da war Elisabeth natürlich eine ganz andere, absolut sportversessen, auf den Körper Depressiv, fixiert, magersüchtig. magersüchtig. Ich Ja, mag sie und nicht. Ich finde sie auch extrem unsympathisch. man hat sie halt verheiratet, ne? Also Mit dem Franzl. früher fand ich sie ganz toll, ganz großartig. Mittlerweile mag ich sie überhaupt nicht mehr. Naja, es ist schwierig für sie gewesen, denke ich. Ja, ich finde sie trotzdem extrem unsympathisch. So, Last Lecture, die Lehren meines Lebens. Naja, gut, was würdest du machen, wenn du an so einen Königshof kämst? Keiner kann dich leiden. Ja gut, aber ich bin da mehr Erzherzogin Sophie. Mit der hätte ich mich wahrscheinlich besser verstanden, wenn ich standesgemäß gewesen wäre. Ja, So. wenn. Das war schon schlecht für Sie hier, in So. Ihrem kleinen Schlösschen in München. Last Lecture, die Lehre meines Lebens, habe ich hierzu ein Video. Also der findet ihr auf YouTube. Ich habe es damals sehr gerne gelesen. Ich würde es heute nicht nochmal lesen, weil ich einfach heutzutage nicht mehr mich mit dem Thema Tod so auseinandersetze. Zumindest nicht in dieser Phase meines Lebens. Aber damals habe ich sehr gerne gelesen und ihr findet alles, was ich damals zu sagen hatte. Bei YouTube, ich habe so gut wie ganz aus meinem Kopf geschmissen, außer Das ist ein hier paar gerade eine einzelne Runde. Sachen.
Ja. Gut, dann haben wir hier F. Scott und Zelda Fitzgerald Lover. Ja, F. Scott und, ja, das sind Liebesbriefe, die hat mir Ma geschenkt. Guck mal rein vorne, du müsstest mir da... Und damals habe ich das noch gemacht. 2014. 2014 habe ich das Buch von ihr gekriegt. So war schön. Aber ich habe es viel, viel später gelesen. Ich glaube, erst letztes Jahr, kann das sein? Ich glaube. So, aber am besten, wenn man die Fitzgeralds begreifen will, ist halt wirklich zu lesen, wir brechen die 10 Gebote und uns den Hals. Also das ist die beste Bio, die ich bis jetzt über sie gelesen habe. Und ja. Ja, ihr wisst es, wer den Podcast verfolgt, wer diesen Kanal verfolgt, weiß, dass ich einen Fitzgerald-Tick habe und vor allen Dingen Zelda völlig verfallen bin. Also, siehst du, ja. Und ich habe es ja mit den beiden nicht so. So, dann haben wir hier Sucht nach Leben, Andreas Altmann, Geschichten von unterwegs, dürfte auch deins sein. Ja, ich habe gerade mich wieder mal gefragt, heißt es Sucht nach Leben oder Sucht nach Leben? Andreas Altmann ist auch wieder das jemand... Das wird bestimmt gefallen. Er ist auch mal wieder jemand, der ein bisschen querköpfig ist. Ich mag ihn total gerne, weil er halt aneckt. Er ist niemand, der jetzt sagt, hey Leser, du musst mich mögen. Ich weiß nicht, ob ich ihn so gern treffen wollte. Ich bin darauf angewiesen, dass mich hier irgendjemand mag. Und gerade deswegen lese ich ihn gerne, weil er halt sehr intelligent ist, aber auch sehr bereit ist, anzuecken, zu seiner Meinung zu stehen. Authentisch, wie man so schön sagen würde. Und ich lese ihn extrem gerne, weil er halt einfach mal seinen Blickwinkel ohne Rücksicht auf die Leser ausspricht. Und das mag ich. Er ist so, ich mag es nicht, wenn Leute sich anbiedern und er biedert sich nicht an. Nee, der bestimmt nicht. Darum, ich sage ja, ich finde ihn auch sehr interessant. Ich lese ihn auch ab und zu ganz gerne. Nur, ob ich ihn wirklich treffen wollte, ich glaube eher nicht. Dafür sind wir zu zart beseitet. Ja, ich glaube nicht, dass er uns fressen würde, aber wer weiß. So, Justine Gaarder, Sophies Welt, ein Roman über die Geschichte der Philosophie. Ich muss gestehen, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe aber den Film gesehen. Ich habe das Buch gelesen damals, das ist aber schon länger her, da war ich noch in der Schule und... ja, immer mal so halb gelesen. Also über die Jahre hinweg immer mal so halb. Ja. Also ich bin kein großer Fan von Justine Gaarder, das sage ich gleich dazu. Also ich mochte es nicht. Also schön, dass wir es haben. Ja, schön, dass wir es haben. Sieht gut aus, macht sich prima. Nein, aber... Wir sind intelligente Menschen, vielleicht eventuell irgendwo. Aber ich mag seine Schreibe nicht. Ich weiß nicht, irgendein anderes Buch. Das Orangenmädchen von ihm mochte ich. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst, wo das Kind stirbt, ja. Genau. Nee, aber ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, hey, Sophies Welt, so mega toll. Aber es kann natürlich auch sein, weil ich die alten Philosophen auch scheiße lahmarschig finde. Vielleicht würde ich heute mit dem Buch wesentlich besser klarkommen, weil ich heute ja diesen ganzen Grundstock und jetzt auch vor allen Dingen mich für Philosophie angefangen habe zu interessieren. Also würde ich weiß es nicht. Damals war ich jedenfalls nicht begeistert. Viele Anläufe später. Ich habe keine große Lust dabei zu immer in Häppchen und ich habe auch keinen Bock auf das Buch. Aber es sieht gut aus, wir behalten es erstmal. Vielleicht irgendwann. Du hast ja kein Brot im Schrank. Platz weg. So, dann haben wir noch von AJ Jacobs Saufit, von einem der Auszug, nie wieder krank zu Also werden. Bei Sophies Welt, nochmal zurückgespult auf Sophies Welt. Ich weiß es nicht, habe ich es jetzt wirklich gelesen? Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich über viele Szenen mit einer Freundin damals unterhalten habe, die total geflasht war von dem Buch. Und Hörbuch war auch zwischenzeitlich in unserem Besitz und ja, stimmt, so weiter. Also bräukchenweise... Ja, bröckchenweise habe ich sicherlich den Großteil des Buches intus, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich es wirklich gelesen habe. Jetzt stimmt, aber wo du sagst, ich habe das Hörbuch damals gehört. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ihr wolltest ja auch unbedingt, dass ich das höre damals. Ja, muss mir wohl gefallen haben, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. So, Saufit von AJ Jacobs, das ist ein Autor, den ich wirklich schätze, weil er ein bisschen Banane ist, meiner Meinung nach. Er macht ja immer irgendwelche Selbstversuche, ob er ein Jahr nach der Bibel lebt oder er versucht, saufit zu werden oder er versucht, sich die ganze Britannica halt in den Kopf zu knallen. Er macht halt Versuche, dass seine Frau immer noch mit ihm zusammenwohnt.
Wundert mich. Ist ein Riesenwunder. Ja. Ich glaube sogar für ihn. Ja, und hier versucht er jetzt eben alles, um gesund zu werden, fit zu werden, abzunehmen, Sport zu machen, sich richtig zu ernähren und so weiter und so fort. Ist wirklich ganz interessant. Ich glaube, ich habe auch alle Bücher, wir haben alle Bücher von ihm, die auf Deutsch erschienen sind. Ich weiß auch gar nicht, ob auf Englisch noch was erschienen ist, aber wir müssten alle Bücher von ihm haben. Oder was Wichtiges. Also, ja. So, das Buch wollten wir unbedingt haben. Unbedingt. Alles, was Sie schon immer über Könige wissen wollten, aber nie zu fragen wagten, von Alexander von Schönburg. Ja, und bei dem haben wollen ist es, glaube ich, geblieben. Du hast angefangen reinzulesen, hast gesagt, oh, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, wir behalten es aber wegen dem Cover. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, genau so ist es so abgelaufen. Kann es gehen. Du fandest es nicht gut, du hattest dir was anderes drunter vorgestellt. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was deine Kritikpunkte waren. Vielleicht wirklich, ich habe mir was anderes drunter vorgestellt. Und ab ist es in den Schrank gewandert, weil das Cover einfach so toll ist. Vielleicht versuche ich es nochmal, aber... Jack Welch, was zählt? Die Autobiografie des besten Managers der Welt. Okay, ihr wisst, ich habe einen Hang zu industriellen Biografien und Unternehmer und so weiter. Und deswegen ist mir Jack Welch auch unter die Leselupe gekommen. Und das war vor allen Dingen, weil ich die Serie 30 Rock liebe. Und der Charakter Jack Donaghy basiert wohl sehr auf Jack Welch oder spricht auch immer über Jack Welch. Und deswegen habe ich sie gelesen. Ich kann sie aber keinem von euch empfehlen, weil es geht wirklich ganz stark um diesen einen Konzern, dessen Name mir jetzt partout nicht einfallen will. Und es ist wirklich sehr geschäftlich, weniger wirklich dieses, ich habe mir viel mehr Tipps und so weiter, viel mehr Lebensweisheit erwartet. General Electric? Ja, genau, General Electric, GE. Und denen gehört ja ganz, ganz viel. Ich glaube, NBC gehört ja auch zu General Electric. Wenn ich mich richtig erinnere, wird das ja auch bei 30 Rock immer so gedingst. Und wenn ihr 30 Rock, ich liebe 30 Rock, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien und deswegen musste natürlich Jack Donaghy als ein toller Charakter, musste ich das lesen, aber es war enttäuschend, weil ich einfach mehr gehofft habe, dass Jack Welch mehr erzählt von sich, von der Welt, von seinen Gedanken, wie er die Welt sieht, was er in den Jahren gelernt hat, aber es war mehr so, ich habe dies, das und jenes getan. Du hast es gelesen. So, und jetzt habt ihr einen Großteil unserer braunen Bücher, also wirklich braunen Bücher gesehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ist ja auch fast eine Stunde lang. Ja, das geht immer ratzfatz, wenn wir hier erstmal sitzen. Und ein bisschen ja. Geschichtsunterricht gab es trotzdem noch dazu. Ja, ich fand es gerade erschreckend. Sophies Welt, okay gehört, aber nun denn. Okay, mein Lieben. Es wird bei den pinken Büchern bestimmt besser. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir hatten ihn auf jeden Fall und bis zum nächsten Video. Bis dann.